Herzlich willkommen zu Folge 14 von Die Siedler 2, History Edition Römische Kampagne. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Sehr schön sogar. Ah, jetzt wird hier frei, das ist sehr nice. Ich glaube, wir machen gleich zwei Eisenschmelzen. Okay, wir machen nicht gleich zwei Eisenschmelzen. Und doch erstmal eine Schmiede. Wir machen es jetzt kreuz und quer, dass über alle möglichen Winkel hier Waren transportiert werden können. Jetzt haben wir zumindest mal eine Schmelze. Mal einen Platz, wo ich ein mittleres Gebäude nochmal eine Schmelze hinstellen könnte. Ich rufe hier nochmal Gelehrte, ob da noch mehr Eisen in der Nähe ist. Das lassen wir abholzen. Und das wollen wir hier abholzen lassen. Kann weg. So, dann machen wir eine Wachstube hin. Müssen wir uns da weiter ausbreiten. Jetzt gehen langsam die Einheiten aus. Wir brauchen auch immer noch eine Brauerei. Jetzt ist direkt anders gezogen worden. Und dann überlegen, hier eine Eisenschmelze hinzusetzen und eine zweite. Und ich glaube, das tun wir auch. Nee, komm. Lassen das. Wir machen das hier auf einem Fleck. Ja, immer eine Schmelze. Gold haben wir noch nicht gefunden. Hier machen wir die Brauerei, die brauchen wir auf jeden Fall. Thank you.
machen hier mal noch einen Brunnen, weil die Brauerei braucht ja auch wieder Wasser. Okay, da ist auf jeden Fall noch weiteres Eisen. Das ist gut. So, wir lassen hier nicht einlagern die Baumaterialien. So, die ganzen Sachen. Das wird jetzt unangenehm, wird auch eine Weile dauern. Das bringen wir nach oben. Warum zur Hölle habe ich so viele Zangen? Hat der jetzt random Zangen hergestellt oder? Vielleicht hat er das getan. Nicht so praktisch tatsächlich. Nahrung wäre da oben halt auch, wären die kürzeren Wege, ne? Und Bier prima auch noch hoch. Aber jetzt lassen wir das erstmal so, wie es ist. Wir haben ja sogar ein bisschen Überschuss, ne? An Getreide noch. Ein klein feinen Überschuss. Wir könnten hier noch einen Bauernhof hinsetzen. Das sollte funktionieren. Wir können hier noch Lebensmittel produzieren. Da bin ich durchaus am Überlegen. Das ist alles besetzt. Müssen wir jetzt erstmal schauen. Ja, da ist überall jemand da. Was brauche ich denn jetzt für einen Schweinezüchter? Und für eine Mühle an Werkzeug. Und die sind alle besetzt, das ist gut. Bergwerke laufen alle. Miete haben wir genügend.
Ohr haben wir auch auf jeden Fall noch. Ich hoffe ja ein bisschen, dass der unterwegs nach oben schon für die zweite Eisenschmelze. Sehr gut. So, dann machen wir das so. Und dann schauen wir, dass die drei Gebäude fertig werden. Wir schlagen ja Holz wie blöd. Aber ich weiß nicht, was genau ein Engpass sein soll auf der Map tatsächlich. Den Titel. Nee. Ich meine, vielleicht ist der Engpass nicht materiell gemeint, sondern nachher durch irgendein Gebiet durch. Obwohl, es sieht ziemlich kacke aus. Und wahrscheinlich, weil das hier noch wie wild am Hochtransportieren ist, ne? Der Weg weg. Der Weg weg. Na, der Bauernhof ein bisschen mehr Platz. Es muss nur noch Kohle nach oben transportiert werden, den Rest haben wir. Bei Schmelztiegeln müsste ja eigentlich auch gelten für die Eisenschmelze und den Münzbringer. Was wir brauchen, ist einmal eine Sense. Lass mal den bitte einmal arbeiten. Machen da noch eine Verbindung hoch. Hier wird man auf jeden Fall erweitern. In wahrscheinlich nicht allzu weiter Ferne. Hier wird man erweitern. Oh,
Und es gehen die Truppen aus. Wir haben 13 Bier, das heißt, wir können eigentlich genügend nachproduzieren, wenn das mal läuft hier. Wenn die Kohle voll hoch transportiert worden ist. Ich meine, das neu geförderte kommt auch alles da hoch. Liegt hier auch fein säuberlich schön rum. Moment. Wir machen das mal kurz anders, glaube ich. Oh, das ist schon wieder. Na komm, wir lassen das. Wir haben ja schon fast alles rausgeräumt. Es wird zwar noch ein bisschen dauern, bis es gut aussieht, aber das kriegen wir hin. Ich bedanke mich. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben, fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Lasst euch gut gehen oder rein. Ciao, ciao.